Fleisch, Bärgas, das sind wir voll vegan. Außer Opa Knut, der Schafzahn, Cordula, Peter, Mia und Max. Die Fleischbärgas mit einem kleinen Knack. Schon wieder ein Brief für Familie Fleischberger in meinem Kasten. Entweder Manni, unser Briefträger, möchte mich ärgern oder er wird langsam etwas tüdelig. Ich bringe den Brief jetzt rüber. Das letzte Mal. Verflixter Funkenflug, was ist denn das? Jetzt reicht es mir aber. Ich bin schon wieder in einen Schweinehaufen getreten. Diese Schuhe werdet ihr mir bezahlen, Familie Fleischberger. Das schwöre ich euch. Die können was erleben. Nanu, die Post ist heute aber schon früh da. Moment, bin schon auf dem Weg. Nicht weglaufen. Hä? Das ist doch Harald. Hallo Harald, alles gut? Dein Kopf ist so rot. Knut, jetzt ist Schluss. Guck dir den Mist unter meinem Fuß mal an. Das war wieder ein Riesenhaufen von eurem Schwein. Ich werde das Ordnungsamt informieren. Dann werden wir ja mal sehen, ob es überhaupt erlaubt ist, ein Hausschwein zu halten. Ach so, hier, euer Brief. Und tschüss. Oh Mann, hat der eine Laune heute. Ich denke, wir haben ein Problem. Ich muss sofort den Familienrat zusammenrufen. Familie, wir treffen uns sofort in der Küche. Antreten! Was brüllt Opa denn da unten schon wieder? Ich hoffe, es ist wichtig. Ich komme. Wir kommen. Sind unterwegs. Ich bin noch auf dem Klo. Kann man nicht mal 5 Minuten seine Ruhe haben? So, Opa, was ist so dringend? Tut mir leid, aber es geht um Leben und Tod, sozusagen. Hier bin ich. Ich bin auch da. So, ich bin auch da. Was gibt's denn nun so Wichtiges? Ich bitte um Ruhe. Wir haben ein Problem. Harald, unser Nachbar, hat es auf unseren Hund, Schwein, abgesehen. Er ist mal wieder in einen dieser Haufen getreten. Wir werden gleich Besuch vom Ordnungsamt bekommen. Wie sieht der Plan aus? Ich verstecke einfach Hund in meinem Bett. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Tja, Opa, das ist eigentlich dein Problem. Du hast das Schwein mit ins Haus gebracht. Aber wir lieben Hund doch alle. Dann behaupten wir einfach, Hund sei ein Hund. Nur weil sein Name Hund ist, ist er noch lange kein Hund. Dann müssen wir dafür sorgen, dass er aussieht wie ein Hund. Vorschläge? Ich habe noch schwarze Farbe. Ich könnte ihn einfach anmalen. Ich kann super bellen. Wuff, wuff. Oh Mann, wenn das die Kollegen auf dem Revier erfahren. Ich gehe lieber wieder aufs Klo. Alter Feigling. Mia, du holst die Farbe. Wir legen sofort los. Okay, ich bin unterwegs. So richtig hundig sieht er aber nicht aus, oder? Ist doch gut geworden. Geht glatt als Dalmatiner durch. So, es geht los. Alle auf ihre Plätze. Die Show beginnt. So, noch kurz mein Sonntagslächeln aufsetzen. Und los. Guten Tag. Ordnungsamt, darf ich reinkommen? Kinder, könnt ihr mal bitte mit Hund herkommen? So, Hund. Jetzt schön ruhig sein. Nicht grunzen. Mein Name ist Eckart. Reinhard Eckart.
Ich bin vom städtischen Ordnungsamt. Es wurde uns gemeldet, dass in Ihrem Haushalt ein Schwein lebt. Ist das korrekt? Ein Schwein? Nein, nein, also sowas. Nur ein Dalmatiner. Er heißt Hund. Hund? Sie können das Tier doch nicht einfach Hund nennen. Na klar, warum denn nicht? Wow, wow. Na schön. Gehen Sie auch regelmäßig Gassi mit, Hund? Selbstverständlich, zweimal am Tag. Verrückt, Ihr Nachbar erzählte was von einem Schwein. Ja, der Harald ist nicht mehr der Jüngste. Naja, Sie wissen schon. Nun gut, die Kontrolle ist hiermit beendet. Ach ja, seit wann haben Sie Hund eigentlich? Na, seit 4 Monaten, denke ich. Merkwürdig. Laut meinen Aufzeichnungen haben Sie bislang überhaupt keine Hundesteuer bezahlt. Das muss ein Missverständnis sein. Das holen wir selbstverständlich sofort nach. In Ordnung. Sie bekommen Post von uns. Auf Wiedersehen. Nanu, was ist denn das? Der sieht aber komisch aus, dieser Haufen. Naja, ich muss weiter. So, das wäre geschafft. So, da wäre ich. Hab ich was verpasst? Hund ist gerettet. Darauf erstmal ein Eis. Wer will alles ein Pinocchio-Becher? Ich! Ich! Ich habe schon eine verrückte Familie. Vor dem Eis wird Hund aber erstmal gebadet. Und ich weiß auch schon, wer das übernimmt. Nicht wahr, Opa? Schön gut. Komm und wir machen aus dir wieder ein Schwein. Wer hilft? Ich helfe dir. So langsam siehst du wieder aus wie ein Schwein. Noch etwas Schaum gefällig? Ich glaube, das reicht. Hund kann raus. Wir sollten gleich im Garten die Haufen entfernen. Sicher ist sicher. Und wieder geht eine lustige Geschichte mit den Fleischbergers zu Ende. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch oder lasst sogar ein Abo da, um auch in Zukunft keine Videos mehr von uns zu verpassen.